Der größte Hightech-IPO in Deutschland seit dem Jahr 2000 ist über die Bühne. TeamViewer ist an die Börse gegangen und wurde mit insgesamt mehr als 5 Milliarden bewertet. Im Vorfeld war ein Teil der Berichterstattung recht euphorisch. Von Megabörsengang war die Rede und spektakulär. Allerdings waren die ersten Kurse dann etwas ernüchternder. Was bringt denn jetzt Kursfantasie bei TeamViewer? Fragen wir Benjamin Sparrenberg von Vontobel. Schönen guten Tag, Frau Sparrenberg. Hallo, Frau. TeamViewer ist an der Börse und schon im Vorfeld schrieben viele Journalisten über den Hoffnungsschimmer für deutsche Technologie, nannten das Unternehmen spektakulär. Aber warum eigentlich einen Börsengang, wenn man nicht dringend Geld braucht, das Umfeld ruppig ist und die Konkurrenten alle in den USA beweisen, wie zum Beispiel Slack, dass man auch an der Börse verlieren kann, nämlich seit dem IPO von Slack 30%. Die Vorzeichen für einen Börsengang waren jetzt nicht so wirklich positiv, oder man hat jetzt sie nicht wirklich gesehen als, ah ja, jetzt sind wir wieder in der Zeit von IPOs, wo wir richtig Gas geben. Gerade in Deutschland der letzte Tech-IPO, den man nennen kann, ist Infineon, der noch so ein bisschen in die Richtung geht und der auch in der Größenordnung ungefähr dahin spielt, wo TeamViewer jetzt hingelaufen ist. Aber in dem Fall muss man sagen, dass der Inhaber Per Mira eigentlich ein bisschen Geld einsammeln wollen. Sie haben ja TeamViewer übernommen 2014 für 870 Millionen Euro, haben es dann auf Profitabilität getrimmt und möchten jetzt das Kleine einsammeln, was ihnen zusteht oder was sie haben möchten. Deshalb, dieser IPO war nicht dafür da, Kapital fürs Unternehmen zu erwirtschaften, also dass man sich neue Investitionen zuneigt oder etwas ins Unternehmen wirklich einbringt, sondern es ist rein zur Finanzierung des Inhabers gewesen, der 40% von seinem Kapital oder von seinen Anlagen in dem Unternehmen abgegeben hat, an die Börse gebracht hat, 60%, knappe 60% jetzt noch selber hält und dadurch einfach sich seine Investition wieder finanziert hat. Mhm. TeamViewer startete an der Börse genau auf dem Ausgabepreis, das war zugleich der erste Kurs, 26,25. Es ging ein bisschen rauf zwischenzeitlich, aber es gab letztendlich unterm Strich keine Zeichnungsgewinne, sondern es ging eher abwärts. Wie wird das von Analysten bewertet? Bewertet ist gerade, wenn man sich, es wird ja wieder gesagt, es ist ein Unicorn, also es ist über eine Milliarde Börsenwert, wenn es nach dem IPO an die Börse geht. Das Unicorns, wenn man sich jetzt mal Uber anguckt oder Lyft oder alles in den USA, was irgendwas Tech-mäßiges war, die sind ja eigentlich durch die Decke gegangen und da konnte man dem Kurs nur hinterher schauen. Wenn man sich jetzt mal so ein deutsches Tech-IPO anguckt, da ist eher der Kurs so ein bisschen rumgedümpelt, der ist auch nicht durch die Decke gegangen am Anfang und der hat sich halt auch nicht stabilisiert am Ende des Tages. Was man aber auch sagen muss, erstmal muss die deutsche Aktienstimmung ist auch ein bisschen anders als die in den USA. Gerade Privatanleger sind hier relativ vorsichtig und wenn Investoren reingehen, die haben sich entweder in der Zeichnungsphase und danach dann die Aktien wieder rausgehauen oder sie sagen, okay, sie sind keine langfristigen Investoren, das will TeamViewer aber haben, sie möchten langfristige Investoren für ihre Aktien haben und dann sind sie einfach in dem aktuellen Umfeld, sie haben jetzt gerade mal einen Tag ausgehalten. Da sind die Analysten alle noch so ein bisschen, oh, jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Jetzt wird wieder so ein bisschen schwarz gemalt, was wir in Deutschland auch eigentlich relativ gut können. Aber man sollte erst mal abwarten, was die Aktie überhaupt kann. Sie sagten schon, dass vor allem der Großaktionär von den Erlösen profitiert hatte. Dabei hat das Unternehmen auch noch Schulden. Wie wollen die denn tilgen? Sie haben noch Schulden, aber sie sagen auch, gerade wenn man gefragt wird oder wenn der CEO gefragt wird, ja, warum geben sie denn alles Geld, was sie für ein IPO bekommen, an sie weiter? Dann sagen sie, ja, wir haben kein Problem mit unserer Liquidität. Also wir sind jetzt nicht darauf angewiesen zu wachsen, nur weil wir die IPO machen. Sie können aus ihrem Kerngeschäft heraus relativ gut wachsen, haben das auch in ihren Börsenprospekten angegeben. Und der Schuldenabbau soll halt dadurch stattfinden im regulären Betrieb dieses einfach einzusammeln. Dadurch, dass sie auf diese Abo umgestellt haben, möchten sie hier ein bisschen mehr Abonnenten an den Mann bringen oder an den Mann verkaufen in dem Falle. Und dadurch werden die Schulden dann langsam abgebaut und der IPO sollte nicht dafür da sein. Wenn man jetzt mal die Konkurrenten anschaut, Zoom, Video, Slack, Salesforce, was ist der USP, das Alleinstellungsmerkmal von TeamViewer? Gibt es eins? Die USPs, die immer wieder gesucht werden, vor allem bei Unicorns, wenn man sagt, dass sie ja irgendwo mal angefangen haben müssen. Und das ist auch das, was viele Anleger auch immer sagen. Wenn es
viele Unternehmen haben, die eigentlich so das Gleiche können, ist der, der am Ende der Monopolstellung bekommt oder die Monopolstellung hat, der Gewinner, und alle anderen werden entweder aufgekauft oder sie gehen gänzlich unter. TeamViewer hat das eigentlich aus einer Not heraus selbst erfunden, dieses Greifen auf andere PC oder Zugreifen auf andere PC, weil man wollte nicht immer hinfahren und selbstständig den PC verändern. Vielleicht haben das viele Leute schon mal gesehen, dass von extern darauf zugegriffen wird. Wenn man das so weit umstellt, gerade in dem Abo, die das jetzt gerade machen, wie sie diese Versuchsweisen erstmal umgestellt haben, also dass man nicht immer komplette Pakete kaufen muss, sondern man kann Abos kaufen. Und gerade in der Zeit, wo jetzt Unternehmen auch immer mehr Einsparungen vornehmen müssen, dass man sagt, okay, die IT muss vielleicht sich einfach mal konzentrieren auf einen Platz und kann durch TeamViewer auf einzelne Standorte zugreifen. Alle Unternehmen sind global gewachsen und man muss nicht überall eine IT-Abteilung haben, sondern kann über dieses Tool halt zugreifen. Da sind sie relativ gut. Im Gegensatz zur Konkurrenz gibt es immer einzelne Abweichung, die ein Unternehmen vielleicht besser kann und das andere. Der eine kann eine Konferenz besser, ein TeamViewer kann besser auf PCs von extern zugreifen, hat vielleicht eine bessere Qualität. Am Ende des Tages wird da sich entscheiden, welches Unternehmen besser ist, mit denen die am meisten verkaufen. Mehr als die Hälfte aller Fortune 500 Unternehmen sind schon Kunde, sagt das Unternehmen selbst. Die Zahlen sind schwarz, der Umsatz wächst. Was soll da jetzt Kursfantasie bringen können? Die Kursfantasie, wenn man sagt, okay, wir haben schon 50%, dann sagt man ja, okay, die anderen 50 müssen dann auch noch dran glauben, wenn man dahingehend sagt, man möchte dahingehen. Aber man sagt auch, okay, die Abonnements, die wir verkauft haben, sind von Juni 2018 auf 365.000 gestiegen. Das ist Verdopplung der Abonnements, die man verkauft hat. Kann man sagen, wird es noch mehr? Kann ich es noch mehr an den Mann bringen? Vielleicht auch ein bisschen privater streuen, dass es nicht nur auf Unternehmen gesetzt sind. Für 2020 sagen sie, wollen sie anfangen, Dividenden vielleicht irgendwie in ihren Portfolio aufzunehmen. Bis dahin kommt erstmal nichts. Aber auch in den Börsenprospekten ist ja gesagt, wir wollen 39% Umwachstum hinbekommen und die Umsätze auf 320 Millionen Euro treiben. Es ist Wachstumsfantasie dahinter. Für jedes Unicorn, das an die Börse kommt, ist Wachstumsfantasie irgendwo drin, sonst würden sie nicht so bewertet werden. Am Ende des Tages muss man trotzdem gucken, was sie bringen können, ob sie diese Wachstumsraten überhaupt bringen können und ob die Aktie sich wirklich so etablieren kann. Vivien Spangenberg, vielen Dank. Danke. Das war so ein bisschen die Erleichterung, dass es überhaupt wieder einen Börsengang in Deutschland gab. Und es ist auch so ein bisschen die Hoffnung für den Technologiestandort Deutschland, als TeamViewer aus Baden-Württemberg an die Börse ging. Mit 26,25 Euro Ausgabepreis war dann auch der erste Kurs genau gleich. Keine Zeichnungsgewinne, sondern es ging erst einmal abwärts. Kursfantasie soll jetzt aber dadurch kommen, dass das Unternehmen ohnehin schon profitabel ist und auch sich hehre Wachstumsziele gesetzt haben soll, die es zu erfüllen gilt.